du möchtest alles erfahren, was es bisher über die Sims 5 zu wissen gibt, dann bist du hier richtig. Falls du über den Stream vom vergangenen Oktober noch alles weißt und auch über alle Leaks informiert bist, spring am besten gleich zum letzten Kapitel dieses Videos. Dort erzähle ich alles über den heutigen Behind the Sims Stream. Die ersten offiziellen Infos über Sims 5 bzw. Project Renee gab es im Oktober 2022. Eine der ausschlaggebendsten Dinge, die dort besprochen wurde, war ein Multiplayer-Modus. Bei Sims 5 soll es nämlich eine plattformübergreifende Multiplayer-Funktion geben. Das bedeutet, ich kann also auf meinem Handy mit einer Person am Computer und wiederum mit einer Person auf der Nintendo Switch zusammenspielen. Natürlich nur, falls diese Geräte zu den unterstützten Konsolen zählen, aber ich vermute, alle gängigen Konsolen werden mit Sicherheit kompatibel sein. An diesem Punkt bin ich schon mal sehr skeptisch. Für mich ist es einfach undenkbar, dasselbe Spiel auf meinem Smartphone und meinem Gaming-PC zu spielen. Aber gut, die Leute bei EA werden schon wissen, was sie tun, oder? Eine für mich sehr positive Sache, die im Stream angesprochen wurde: Wir bekommen endlich das Farbsystem aus Sims 3 wieder. Das bedeutet, man kann endlich wieder überall eigene Muster und Farbkombinationen erstellen. Übrigens könnte es sein, dass euch diese Funktion eventuell an ein anderes Spiel erinnert, das bald auf den Markt kommt. Paralives. So sieht das Ganze aus und meiner Meinung nach erinnert es sehr an alles, was wir bisher von Sims 5 gesehen haben. Das nächste große Thema, das wir besprechen müssen, sind alle Leaks. Schon kurz nach dem Stream im Oktober wurden auf Reddit unterschiedlichste Bilder und Screenshots veröffentlicht, die angeblich direkt aus Sims 5 stammen. An dieser Stelle ein Disclaimer: Ich habe natürlich nicht die geringste Ahnung, ob diese Bilder wirklich aus Sims 5 stammen, aber ich wollte sie euch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Erstens wurden dort jede Menge Bilder über die neuen Welten geteilt. Diese Bilder von der Außenwelt gefallen mir wirklich richtig gut. Ich finde, man sieht eine eindeutige Weiterentwicklung zu der Grafik in Sims 4 und das, obwohl das Spiel ja noch in den ersten Schritten der Entwicklung steht. Außerdem gab es auch schon ein paar Screenshots von Häusern und mein persönliches Highlight: Es gibt anscheinend von Anfang an Apartments. Meiner Meinung nach kommen die Apartments in Sims 4 nämlich definitiv zu kurz, deshalb freut mich das besonders. Und außerdem gibt es auch einen ersten Blick auf die Sims. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, die sehen absolut verstörend aus. Wie schon gesagt, das Spiel befindet sich noch in den Kinderschuhen der Entwicklung, aber diese Sims sind trotzdem spooky. Heute im Stream bekamen wir von den EntwicklerInnen wieder einen kleinen Einblick, wie die Sims 5 aussehen wird. Und dieses erste Bild ist auch schon mein persönliches Highlight. Seht euch diese Grafik an. Meiner Meinung nach sieht es unheimlich realistisch aus, aber gleichzeitig geht die Ästhetik von die Sims nicht verloren. Außerdem scheint bei die Sims 5 endlich ein Fokus auf die Autonomität von NPCs zu liegen. Was ich unheimlich großartig finde, denn bei Sims 4 können die gefühlt nichts ohne uns erledigen. Ich meine, wenn du einen Sim nicht aktiv spielst, kann er nicht mal die Uni abschließen. Und bitte vergiss nicht, das sind natürlich nur Prototypen, also im wirklichen Spiel wird das alles ganz anders aussehen. Zudem haben sie uns auch noch den Create a Sim gezeigt oder vielmehr, was möglich sein wird. Wenn wir diesem Ausschnitt hier Glauben schenken können, können wir viel mehr im Create a Sim machen als jetzt bei Sims 4. Und wenn man wirklich so viel im Spiel ändern kann, braucht man dann überhaupt noch Custom Content? Was meinst du? Ein Downer für mich war auf jeden Fall, dass sie das Release-Datum nicht mal angedeutet haben. Das bedeutet, es könnte sich noch um Jahre handeln, bis das Spiel dann schlussendlich erscheint. Dafür wurde aber gesagt, dass wir aus der Community uns an Sims 5 beteiligen können. Was haben sie damit wohl gemeint? Ich bin schon gespannt, was ihr zu den Neuigkeiten zu sagen habt. Lasst mir gerne eure Meinungen, Vermutungen und Ideen in den Kommentaren da.